Beschreiben Sie die Regelungen des Nachweisgesetzes. Zunächst mal eine grundsätzliche Anmerkung. Ich bekomme ab und zu Zuschriften, dass Leute mir sagen, warum schreibst du denn oder warum schreiben Sie denn die Frage da noch hin? Das kostet ja zu viel Zeit. Leute, wenn man eine Antwort generieren muss in einer Prüfung, muss man sich erstmal mit der Frage beschäftigen und der Frage Raum geben und nicht sofort nach der Antwort irgendwie kramen oder suchen. Also, beschreiben Sie steht hier. Beschreiben Sie ist was anderes als nennen Sie. Ja, die Punkte in der Prüfung oder die Ergebnisse in der Prüfung wären besser, wenn die Leute sich mehr mit der Frage beschäftigen würden. Beschreiben Sie heißt ganze Sätze ausformulieren. Der Gegensatz von beschreiben Sie ist nennen Sie. Und statt beschreiben Sie kann man auch sagen erläutern Sie. Beschreiben Sie und erläutern Sie ist das Gleiche von den Anforderungen. Nennen Sie ist was anderes. Die Regelung des Nachweisgesetzes. Das Schlüsselwort ist natürlich hier Nachweisgesetz und das müssen wir erstmal einordnen. Wir sind also im Arbeitsrecht. Wir sind innerhalb des Arbeitsrechts bei Arbeitsverträgen. Und Arbeitsverträge müssen auch im 21. Jahrhundert nicht zwingend schriftlich geschlossen werden. Man kann einen Arbeitsvertrag mündlich schließen, außer es steht im Tarifvertrag. Ja, in allen Tarifverträgen, soweit ich das überblicken kann, überhaupt steht drin, dass Arbeitsverträge schriftlich gemacht werden müssen. Aber nehmen wir mal an, ein Tarifvertrag gilt nicht oder ist nicht da oder was weiß ich. Dann können Arbeitsverträge auch mündlich abgeschlossen werden. Das heißt, für Arbeitsverträge gilt mündlicher, mit den Ausnahmen, die ich gerade genannt habe, mündlicher Abschluss möglich. Ja, Sie sehen, das sind alles Dinge, die ich zunächst mal aus der Frage herleite. Ich bin noch überhaupt nicht bei der Antwort. Ich habe zu Regelungen hier, dem Schlüsselwort für die Antwort und auch für die Benotung, für die Punktevergabe, noch kein einziges Wort gesagt. Ich habe mir die Frage angeschaut. Ich habe registriert, es handelt sich hier um eine Handlungsaufforderung beschreiben. Ich muss also ganze Sätze schreiben, Beispiele geben, tendenziell viel mehr schreiben, als wenn da nennen stünde. Und ich habe das Gebiet hier eingeordnet. Ich weiß jetzt, wo ich bin. So, und jetzt können wir langsam zu den Regelungen kommen des Nachweisgesetzes. Nämlich, der mündliche Abschluss von Arbeitsverträgen ist möglich, aber, so, der Nachweisgesetz ist sozusagen das Aber. Ja, das Aber ist das Nachweisgesetz. Aber der mündliche Abschluss ist möglich, aber. So, und jetzt kommt die wichtigste Regelung. Das Nachweisgesetz ist ein sehr kurzes Gesetz. Ja, das kann man in wenigen Minuten, kann man sich das alles mal anschauen. Tun Sie das ruhig mal. Übrigens, alle Gesetze sind im Internet verfügbar. Ja, also schauen Sie, erzählen Sie mir nicht, Sie hätten das nicht und so weiter. Ja, wenn Sie Internet haben und das haben Sie, dann können Sie das nachschauen. Also, das ist Nachweisgesetz, ist das Aber. Und das Aber sagt, der Arbeitgeber, ich kürze ab, AG, der Arbeitgeber, hier nicht Aktiengesellschaft, sondern Arbeitgeber, muss dem Arbeitnehmer, hier AN, muss dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses ja, und gemeint ist ja ein Arbeitsverhältnis, für das kein schriftlicher Arbeitsvertrag besteht. Das Nachweisgesetz wird dann sofort überflüssig,
wenn der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer einen schriftlichen Arbeitsvertrag macht, was heute die meisten tun. Ja? Aber wenn das nicht erfolgt ist, dann muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Bedingungen dieses Arbeitsverhältnisses, die wesentlichen Bedingungen, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederlegen und aushändigen. Jetzt kann man sagen, ja, da kann man doch direkt einen Arbeitsvertrag machen, genau, und das ist vermutlich auch gewollt vom Gesetzgeber. Ja, er muss die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederlegen und aushändigen und er muss sie auch schriftlich niederlegen. Hier muss ich noch ergänzen, unterschreiben. Niederlegen, unterschreiben und aushändigen. So, und jetzt könnte es sein, Sie sitzen mal in einer mündlichen Prüfung und da werden Sie gefragt, sagen Sie mal, was steht denn in so einem Arbeitsvertrag überhaupt drin, so als wesentliche Eckpunkte, als wesentliche Bedingungen? Dann können Sie sofort punkten, indem Sie sagen, nun, schauen Sie, da gibt es ja sogar in unserer Rechtsordnung, in unserem Arbeitsrecht gibt es ja sogar ein eigenes Gesetz dafür, nämlich das Nachweisgesetz. Und das Nachweisgesetz listet diese wesentlichen Bedingungen alle auf. Ja, da ist also zum Beispiel geregelt die wöchentliche Arbeitszeit, Anspruch auf Urlaub. Ja, all die Dinge, die wesentliche Rahmen oder Eckpfeiler eines Arbeitsvertrages sind dort aufgelistet. Ja, also wesentliche Bedingungen und da findet sich eine Auflistung im Nachweisgesetz selber. Ich glaube Paragraph 2, aber da lasse ich mich jetzt nicht für totschlagen. Schauen Sie es nach. Ja, schauen Sie es nach. Das Nachweisgesetz ist sehr kurz. Ich glaube, es sind nur 3 Paragraphen. Und ich meine in Paragraph 2 stünden diese wesentlichen Bedingungen aufgelistet. Ja, dort haben Sie also auch in einer Prüfung einen legalen Fuschzettel, wenn Sie mal gefragt werden, was gehört in den Arbeitsvertrag rein? Ja, dann schauen Sie ins Nachweisgesetz, da steht es alles für Sie. Und das sind die Dinge, die man wissen muss. Ja, also 2 Dinge möchte ich jetzt hier deutlich machen durch dieses Video. Einmal, es ist verdammt wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, die keine Zeit hat. Aber die Zeit, die wir haben, sollten wir auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und die wesentlichen Dinge sind die Frage. Oder ist die Frage. Aus der Frage leite ich die Antwort her, weil ich sonst nichts anderes habe. Und das ist das, was ich in meinen Videos hier ständig zeige. Wie man aus den Fragen, für die man Zeit investieren muss, auf die man seine Aufmerksamkeit zunächst einmal lenken muss und nicht sofort, wie können jetzt die Antwort lauten, wie man daraus Antworten generiert. Und deswegen schreibe ich die Frage ausführlich hin, damit auch jemand, der mein Video sich anschaut, sich die Zeit gezwungenermaßen nimmt, nochmal über die Frage zu meditieren. Und im Übrigen rate ich Ihnen in der Prüfung, ehe Sie gar nichts hinschreiben, schreiben Sie mal die Frage ab. Oder besser noch, übersetzen Sie die Frage in gewisse Schlüsselbegriffe, wie ich das auch oft gezeigt habe, und schreiben Sie diese Schlüsselbegriffe hin. Kommen Sie ins Schreiben. Ja? Also die Leute, die mir das schreiben, ja, das kostet auch zu viel Zeit, die Frage hinzuschreiben und so weiter, die haben noch nicht besonders viel verstanden, muss ich wirklich mal so sagen. Ja, also das ist die Antwort hier. Oder jetzt könnte man natürlich weiter, jetzt kommt so ein bisschen auf die Punktzahl an, die da am Rand steht. Wie viele Punkte stehen da? Wie viele Minuten gibt es pro Punkt? Das kann man sich ja vorher ausrechnen. Das ist ja auch alles bekannt vorher. Und das weiß man so ungefähr, ehe man in eine Prüfung geht. Man weiß, welche Zeitwertigkeit ein Punkt hat. Kann man jetzt noch überlegen, ob man die wesentlichen Bedingungen jetzt noch hinschreibt. Ne? Die wesentlichen Bedingungen, Auflistung im Nachweisgesetz. Zum Beispiel, ja, Urlaub, tägliche Arbeitszeit bin ich jetzt nicht sicher, aber wöchentliche Arbeitszeit steht da mit Sicherheit drin und noch vieles, vieles andere.
Ja, also das, die wesentlichen Rahmenbedingungen, könnte man jetzt noch 2, 3 Beispiele hier geben, die man sich aus dem Gesetz rausholt, das man ja in aller Regel als Hilfsmittel benutzen kann. Man muss eben nur wissen, wo es steht. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.